Wenn man das Wort Sklaverei hört, kommen einem wohl zuerst Bilder aus längst vergangenen Zeiten in fernen Ländern in den Sinn. Offiziell ist die Sklaverei ja weltweit abgeschafft. Doch noch heute werden Menschen verkauft und zur Arbeit gezwungen. Etwa 21 Millionen Menschen sind nach Berechnungen der UN-Arbeitsorganisation ILO weltweit betroffen. 16,5 Millionen davon werden als Arbeitskraft ausgebeutet. 4,5 Millionen sind Zwangsprostituierte. Hinter dem System der modernen Sklaverei stecken auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Die ILO hat vor 2 Jahren geschätzt, dass im Jahr mindestens 150 Milliarden US-Dollar damit verdient werden. In der modernen Wirtschaft, in der informellen Wirtschaft, aber auch in Krisengebieten, wo Menschen oft auch verschleppt werden, als Sklaven gehalten werden. In allen Teilen der Welt gibt es Zwangsarbeit. Die meisten Opfer leben in Asien, aber auch in Afrika sind Millionen betroffen. Unser Reporter Jörg Brase hat in Kenia Menschen getroffen, die aus der Sklaverei fliehen konnten. Man hatte Aisha und Sahara gute Jobs versprochen, als Hausmädchen in netten Familien, gute Bezahlung in Saudi-Arabien. Hier in Mombasa an Kenias Küste war kein Geld zu verdienen. Also sagten sie ja und gingen. Doch was sie dort erlebten, war ein Albtraum. Die Arbeitgeber nahm mir meinen Pass, alle anderen Papiere und mein Telefon ab. Der Sohn wollte mich sexuell missbrauchen. Die Frau schlug mich und sperrte mich tagelang in meinem Zimmer ein. Ich bekam monatelang kein Geld. Da bin ich eines Tages, als ich den Müll wegbringen musste, abgehauen. Die Polizei nahm mich fest, weil ich keine Papiere hatte. Dann saß ich 8 Monate lang in Abschiebehaft. Francis Aumas Hilfsorganisation sammelte in 2 Jahren über 200 solche Fälle. Er hilft dabei, Ersatzpässe zu besorgen, zahlt manchmal sogar das Rückflugticket. Es habe sich ein kriminelles Netzwerk entwickelt, sagt er. Das Geschäft mit Arbeitsmigranten boomt. Es ist Menschenhandel. Die Vermittler versprechen einen Job in Saudi-Arabien oder Dubai, aber sie bringen dich nach Jordanien und nehmen dir dort den Pass ab. In dem Geschäft wird viel gelogen, um dich aus dem Land zu locken. Vor Ort werden die Menschen wie Tiere gehalten, bekommen kaum etwas zu essen. Das ist Sklaverei. Clariki Murango bittet Francis um Hilfe. Seine Tochter Janet verschwand im vergangenen Jahr, meldete sich nach Monaten aus dem Libanon. Sie sperren mich ein, hol mich heraus, Papa, rief sie am Telefon, sonst bringe ich mich um. Ein weiteres Opfer, das um seine Träume von einem besseren Leben betrogen wurde.